Verzeihung rufen. Nein, nein. Sie sind zur rechten Zeit gekommen. Ja, aber Sie sind beschäftigt, wie es scheint. Ich bin's. Ich bin zum Rasier. Dr. Watson teilt meine Liebe zu allem, was bizarr ist und außerhalb der täglichen Routine liegt. Es ist mir im Augenblick noch nicht möglich zu sagen, ob in diesem Fall wirklich ein Verbrechen vorliegt oder nicht. Es mag genügen, dass ich über Mr. Jabez Wilson ebenso wenig weiß wie Sie, außer den offenkundigen Fakten. Er hat einmal körperlich schwer gearbeitet, er schnupft, er war in China und er hat in letzter Zeit ziemlich viel geschrieben. Also um alles in der Welt, woher wissen Sie denn das, Mr. Holmes? Es ist wahr, als wäre es in der Bibel geschrieben. Ich habe angefangen als Schiffszimmermann. Die Hände, mein guter Sir, die Muskeln Ihrer rechten Hand sind kräftiger als die der linken. Und das Schreiben? Wie soll man es sonst erklären, dass der rechte Ärmel 5 Zoll hoch so glänzt? Und der linke Ärmel hat eine abgewetzte Stelle, weil Sie sich immer darauf gestützt haben. Aber China? Der Fisch tätowiert direkt über seinem rechten Handgelenk. Ich bin Verfasser einer kleinen Studie zu diesem Thema. Es ergab sich, weil ich dazu keine Literatur fand. Die Einfärbung der Fischschuppen mit einem zarten Rosa ist charakteristisch für China. Und da ich sehe, dass an ihrer Uhrkette eine chinesische Münze hängt, wird die Sache noch einfacher. Nein, sowas. Ich dachte erst, es wäre aber raffiniert. Nun höre ich, dass gar nicht viel dahinter ist. Ich bemerke, Watson, dass mein Ruf ins Wanken geraten wird, wenn ich so offen bin, über meine Methoden zu reden. Omne ignotum pro magnifico. Jedes Problem wird ganz banal, wenn man es erklärt bekommt. Watson, das war nun eine sehr freie Übersetzung. Oh, bitte, zeigen Sie dem Doktor das Inserat. Hier, lesen Sie es in Ruhe durch, Sir. Die Liga der rothaarigen Männer. Entsprechend dem Vermächtnis des seligen Ezekiel Hopkins aus Lebanon, Pennsylvania, USA, ist eine Stelle frei geworden für ein Mitglied unserer Liga der rothaarigen Männer. Mit 4 Pfund pro Woche als Entlohnung für leichte Arbeiten. Alle rothaarigen Männer, die gesund sind an Körper und Seele und das 21. Lebensjahr hinter sich haben, können sich melden am Montag ab 11 Uhr bei Mr. Duncan Ross im Büro der Liga. 7 Popes Kurt Fleet Street. Ist das ernst gemeint? Es ist ein klein wenig ungewöhnlich, Watson. Oh, würden Sie wohl notieren, wo das gedruckt war und an welchem Tag? Evening Standard, Sonnabend, 27. April. Vor 2 Monaten. Ah ja, setzen Sie sich doch. Und Sie, Mr. Wilson, erzählen Sie nun Ihre Geschichte genau und von Anfang an. Ja, na, Gentlemen, ich habe mir mit einer Pfandleihe eine Existenz aufgebaut in der Cabern Street, nahe bei der City. Es ist nicht so, dass ich es mächtig lohnen würde. Reicht gerade fürs Leben. Ich hatte früher mal 2 Gehilfen, aber jetzt ist es eben nur noch einer. Um die Wahrheit zu sagen, das, was ich so einnehme, lohnt sich kaum. Und leistete er nicht für halbes Geld ganze Arbeit, würde ich nicht mal das Nötigste verdienen. Aber vor 2 Monaten dann... Der Name des entgegenkommenden jungen Mannes? Vincent. Vincent Spaulding. Oh, und so jung ist er eigentlich gar nicht mehr, Mr. Holmes. Nur noch nicht so erfahren in unserem Gewerbe. Doch dafür arbeitet er schon sehr tüchtig. Sie haben ungewöhnliches Glück, Mr. Wilson. Sie finden einen Gehilfen, der zu Ihnen kommt, weit unter dem Marktpreis. Das ist ebenso bemerkenswert wie das Inserat. Na, einen Fehler hat er ja. Noch nie sah ich jemanden, der so verrückt war aufs Fotografieren. Der muss dauernd knipsen mit seiner Kamera und da vergisst er sogar die Arbeit. Und dann taucht er unter im Keller und entwickelt die elenden Dinger. Doch abgesehen davon ist er sehr fleißig und auch zuverlässig. Er war es, der mir das Inserat zeigte. Ich wünschte, ich hätte so rote Haare wie Sie, Mr. Wilson. Warum denn? In der Liga der rothaarigen Männer ist wieder mal eine Stelle frei. Hab die davon gehört? Also, Mr. Wilson, das wundert mich aber sehr. Schließlich wäre das doch etwas für Sie selbst. Es bringt gutes Geld. Ein paar Hundert im Jahr. Und die Arbeit ist leicht.
Da gehen gewiss tausende Männer hin und für mich springt nichts raus dabei. Da würde für Sie nichts rausspringen, Sir. Ich kenne keinen auf der Welt, der mit so feuerrotem Haar gesegnet ist wie Sie. Es sei denn, es würde sich für Sie gar nicht lohnen. Ist immerhin ein recht weiter Weg. Bloß wegen dieser paar hundert Pfund. Na dann. Nun, ich bin ein Mann, der gerne in seinen vier Wänden ist. Manchmal setze ich keinen Fuß über meine Schwelle. Aber dies hier sah wirklich interessant aus. Und sehr verlockend. Der junge Vincent sagte, er käme mit mir. Und so wurde am Montagmorgen der Laden abgeschlossen und wir zogen los. Nein, Vincent, ich bin nicht der Mensch für solch Gedränge. Courage, Mr. Wilson. Wir sind nah dran. Jetzt wird es auch versucht. Wir müssen nur den Kragen hochschlagen und weitergehen. Offenbar, Gentlemen von der Liga, sonst würden die das doch nicht wagen. Nicht so laut, Gentlemen, und bitte etwas Geduld. Schon gut. Na, es geht doch schon vorwärts. Jeder kommt irgendwann an die Reihe. Wir warten hier schon 6 Stunden. Ruhe! Ich wiederhole, etwas Geduld. Jeder kommt dran. Also, nicht zu laut und Ruhe. Und Ordnung, mein Gott, so viel zu laut. Halt es doch, Ruhe, Leute. Jeder kommt dran. Mein Gott, Ruhe. So, hinten anstellen. Der nächste Kandidat. Halt. Wohin willst du denn? Du musst hinten in die Reihe. Das ist Mr. Wilson. Na los. Gehen Sie bitte in einen. Sehen Sie, hey, wieso darf der denn rein? Bitte haben Sie doch Einsicht. Er ist schon ein alter Mann, das sehen Sie doch selber. Bewundernswert geeignet. Alles ist bei Ihnen beieinander. Ganz untadelig. Meine Gratulation, Mr. Wild. Ich muss gestehen, hier kann ich einfach nicht zögern. Sie werden mir sicher verzeihen, wenn ich mich zusätzlich überzeuge. Ah! Tränen in Ihren Augen? Sie werden verstehen, dass ich vorsichtig sein muss. Ich habe gute Gründe dafür. Rote Perücken schon zweimal, einmal Farbe, sogar Schusterwachs. Und ich könnte noch mehr Geschichten erzählen, die Sie mit Abscheu erfüllen vor der menschlichen Seele. Mein Name ist Duncan Dross und ich bin selber auch ein Nutznießer des Fonds, den unser edler Wohltäter hinterlassen. Wie ich sehe, wollen Sie mich gerade fragen nach Mr. Edekiah Hopkins. Er hatte selber rote Haare. In seiner Jugend ging er von London nach Amerika und machte dort viele Millionen Dollar. Nach seinem Tod stellte sich heraus, dass er in seinem Testament die Nachlassverwalter angewiesen hatte, einiges zu tun für die rothaarigen Männer in seiner Geburtsstadt. Wundervoller Farbton das. Nun, wie ist denn Ihr voller Name, Mr. Wilson? Jabez Wilson. Jabez Wilson. Und Sie sind verheiratet, Mr. Wilson, und Sie haben Kinder. Nein, ich bin Witwer und wir haben keine Kinder, leider niemals. Ach nein. So etwas höre ich sehr ungern. Der Fonds dient selbstverständlich auch der Fortpflanzung der rothaarigen Männer. Das ist eine heilige Verpflichtung. Das wäre in jedem anderen Fall bereits die Entscheidung. Aber ich glaube, das kann nicht der Punkt sein, wenn ein Mann so herrlich rote Haare hat wie Sie. Du wirst sehen, ich kriege sie. In meinem ganzen Viertel sagt man, ich habe die schrecklichsten roten Haare. Die Stelle ist besetzt. Du kannst alle Stelle wegschicken. Stelle ist besetzt? Ja, verstehst du? Das geht nach Hause, Leute! Lass dich dir nicht bieten! Es geht nach Hause, Leute! Schino, und der Leiter setzen wir meine Auslagen! Die Stelle ist besetzt! Nun, ich hoffe doch, Sie werden bald bereit sein, Ihre neuen Pflichten zu erfüllen. Tja, das ist ein bisschen schwierig, da ich schon ein Geschäft habe, das Zeit frisst. Wie ist die Dienstzeit? Von 10 bis 2.
Vormittags geht's ruhig zu und da erschließt sich noch mein Gehilfe. Ja, Sir, das ist eigentlich gut. Und die Bezahlung ist 4 Pfund pro Woche? Richtig. Und die Arbeit? Rein symbolisch. Was soll das heißen, rein symbolisch? Sie haben da zu sein im Gebäude, exakte hier im Büro. Wenn Sie weggehen, verlieren Sie die Stelle für immer. In dieser Beziehung ist das Testament sehr genau. Da gehe ich nicht weg, ganz gewiss nicht. Es gilt keine Entschuldigung. Weder Krankheit, Beruf noch irgendetwas anderes. Entweder Sie bleiben hier oder Sie verlieren den Posten. Ich bin mir völlig im Klaren über diesen Punkt. Aber was exakt ist denn nun diese Arbeit? Sie sollen etwas abschreiben. Und zwar die britische Enzyklopädie. Hier ist der erste Band. Sie besorgen Tinte, Feder und Papier. Wir stellen Ihnen den Tisch und den Stuhl zur Verfügung. Nun, werden Sie anfangen können am nächsten Montagvormittag? Oh ja, natürlich. Also, dann noch einmal meine herzlichste Gratulation, Mr. Jabez Wilson, zu der außergewöhnlichen Position, die Sie nun mehr einnehmen werden. Welche wundervollen roten Haare. Ja. Auf Wiedersehen, Mr. Wilson. Haben Sie gut gemacht, Mr. Wilson. Haben Sie gut gemacht. Am besten bitte gleich hier. Aha, ja, dann wollen wir. Guten Tag. Habe ich Ihnen nicht gleich gesagt, bei der Liga machen Sie Ihr Glück, Mr. Wilson? Wieder daheim habe ich dann alles noch einmal überdacht. Und mir schien's lächerlich. Warum? Da waren ein Sonderling und sein Testament. Nicht eben ein sehr großzügiger Millionär, für den man Feder kaufen muss, Tinte und Papier. Das meinte ich auch, Mr. Holmes. Ich hielt es zuallererst für so etwas wie einen großen Jux oder Betrug. Aber als der Montagvormittag kam, dachte ich, siehst dir doch mal an, sei nicht so dumm, versuch's. Ich kaufte mir also eine Pennyflasche Tinte, eine Feder, so wie 7 Bogen Kanzleipapier und dann ging ich nach Popskirt. Guten Morgen, Mr. Wilson. Ganz herzlich willkommen. Alles zu meiner nicht geringen Überraschung hatte doch alles seine Richtigkeit. Die Schreibarbeit war für mich vorbereitet und Mr. Duncan Ross war da, um sich zu überzeugen, dass ich auch ordentlich meine Pflicht tue. Meine Tätigkeit für die Liga hatte tatsächlich begonnen. Das Programm veränderte sich nie. Meine Arbeit fing um 10 an und endete um 2. Halb 1 durfte ich eine kurze Pause machen, um etwas zu essen. Jeden Sonnabend um 2 kam Mr. Ross herein und gab mir mein Geld, beglückwünschte mich zu der Menge des Geschriebenen und dann gingen wir beide, wobei Mr. Ross die Tür hinter sich abschloss. Ich habe schon viel gelernt. Artischocken zum Beispiel sind eine recht faszinierende Frucht, da sie eine so eigenartige Blüte haben. Und Hannibal hätte ich unter A vermutet, aber steht wohl unter H. Ich hätte es mir eigentlich denken sollen, es liegt ja auf der Schönen Hand. Schönen guten Morgen. Oh, die Arbeit war sehr interessant. Abacus, Abtei, Architektur, Aristoteles, Astronomie, Attentäter, Austern, Australien. Nach 3 Wochen war ich mit dem Buchstaben A so ziemlich zu Rande gekommen. Und ich hoffte, mit Fleiß bald zu B überzugehen. Da fand eines Morgens die Sache plötzlich ein Ende. Ich ging wie gewöhnlich zur Arbeit, aber die Tür war abgeschlossen. Und an der Türfühlung hing ein Schild, dass die Liga aufgelöst sei. Oh, verzeihen Sie. Haben Sie heute Morgen schon Mr. Duncan Ross gesehen? Ross? Ross? Nein. Hab nie von dem Gentleman gehört, Sir. Obwohl mein Gedächtnis gut ist, sehr gut, bei Namen und Fehlern. Der Gentleman von Zimmer 7. Ach, der mit diesen roten Haaren, ja. Ja, der ist... Ja, ach, der ist weg. Weg? Er heißt William Morris, ist Anwalt und hat das Zimmer nur vorübergehend benutzt, bis seine neuen Räumlichkeiten fertig sind. Ja, nun ist es wohl soweit, er ist fort, er hat alles bezahlt. Ach, und bitte, wo kann ich ihn finden? Nun, in seinem neuen Büro wohl doch. Hier habe ich die Adresse... Es ist 17 King Edward Street. Ach, in der Nähe von St. Paul. Oh, danke. Werkstatt für künstliche Kniescheiben.
Ich wüsste nicht, was daran so komisch ist. Wenn Sie über mich lachen wollen, kann ich ja woanders hingehen. Nein, Mr. Wilson, nein, bitte behalten Sie Platz. Ich möchte nicht, dass dieser herrliche Fall mir entgeht. Er ist so erfrischend und ungewöhnlich. Ich war so wütend über den bösen Betrug, dass ich strikt zu Ihnen kam, Sir. Ja. Er habe gehört von Ihrer großen Bereitschaft, armen Leuten zu helfen, die in Bedrängnis sind. Oh, Mr. Wilson, so bitte nicht. Sehen Sie, Mr. Wilson, ich muss gestehen, es gibt wirklich keinen besonderen Grund zur Klage gegen diese Liga. Im Gegenteil, sie wurden gut bezahlt. Ganz zu schweigen von den detaillierten Kenntnissen, die Sie sich über den Buchstaben A erworben haben. Ja, aber was ist denn der Grund, dass die so mit mir gespielt haben? Das möchte ich gern wissen. Dieser Gehilfe von Ihnen, wie lange haben Sie ihn? Ungefähr 3 Monate. Und wie kam er zu Ihnen? Er bewarb sich auf mein Inserat. War er der Einzige? Nein, ich hatte 12 Anwärter. Warum nahmen Sie ihn? Weil er war anstellig und war billig. Also wirklich für den halben Lohn? Ja. Er ist schmächtig, hat Manieren, aber bewegt sich flink, ist wirklich tüchtig. Er hat nicht ein Haar in seinem Gesicht und hat auf der Stirn einen weißen Fleck, sagt, es kommt von Säure. Haben Sie beobachtet, ob seine Ohren durchstochen sind für Ringe? Ja, das hat eine Zigeunerin gemacht, als er noch ein Junge war. Er ist noch bei Ihnen. Ja, er muss auf den Laden aufpassen. Mr. Wilson, ich möchte, dass Sie im Laden sind, wenn ich Sie brauche. Ich hatte gedacht, heute schließe ich ihn ab und werde weggehen, weil doch Vincent hatte vorgeschlagen, verbringen Sie das Wochenende bei Ihrer Schwester in Parking. Denn es wäre ein bisschen zu viel gewesen für meine Nerven, meint er. Sagen Sie mir, soll nicht gleich schließen und fahren Sie nach Parking. Heute ist Sonnabend. Bis Montag sollte alles geklärt sein, hoffe ich. Und was ist mit dem Honorar? Da machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube, das bezahlt ein anderer. Auf Wiedersehen, Mr. Wilson. Wiedersehen. Was meinen Sie dazu, Watson? Ich habe noch gar keine Meinung. Aber sehr mysteriös ist es. Diese Geschichte, Watson, sie ist ernster, als es nach dem ersten Eindruck scheint. Was wollen Sie nun tun? Ich rauche. Es ist für mich ein Dreipfeifenproblem. Ich bitte Sie, sprechen Sie mich in den nächsten 50 Minuten nicht an. Holmes? Ja? Das hätte ich Ihnen genauso sagen können. Zweifellos, Watson. Was sollte das? Und warum klopfen Sie mit Ihrem Spazierstock auf den Gehstock? Watson, wir sind Spione auf einem feindlichen Territorium. Jetzt. Es ist ein Hobby von mir, ganz exakte Kenntnisse über Landen zu haben. Da ist Mortimers Tabakladen. Ein kleiner Zeitungshändler. Hm. Die Coburg-Filiale des City and Suburban Bank. McFarlanes Kutschen und Fuhrwerke. Und das Vegetarier-Restaurant dort an der Ecke. Watson, Sie müssen sich's merken. Es ist durchaus möglich, dass wir beobachtet werden. Alles Verbrechen wird da vorbereitet. Und dass heute Sonnabend ist, erschwert die Situation noch etwas. Aber nun, Doktor,
ist die Arbeit getan und wir dürfen uns der Erholung widmen. Sarasate gibt ein Konzert in der St. James Hall. Das will ich hören. Erst ein Sandwich und eine Tasse Kaffee. Und dann auf ins Land der Violinen, wo alles süß ist, voller Zärtlichkeit und Harmonie. Und keine rothaarigen Klienten, die uns mit ihren dummen Problemen plagen. Droschke! Schon an der Arbeit. Exzellent, Watson. Sie würden ein sehr guter Kartograf sein. Ah, das ist gewiss Anthony Jones. Ich wollte, dass jemand von Scotland Yard bei uns ist. Er ist absolut schwach, verlangt man von ihm Nachdenken. Aber andererseits ist er hartnäckig wie ein Hummer, wenn er seine Scheren in jemanden schlägt. Guten Abend, Jones. Schön, wir arbeiten wieder mal zusammen, Mr. Holmes. Ihr Freund ist ein wunderbarer Mann, wenn es auf die Jagd geht, Dr. Watson. Alles, was er braucht, ist ein alter Hund, der ihm bei der Hatz hilft. Mr. Merriweather, mein Freund und Kollege Dr. Watson. Guten Tag, Sir. Ich will nur hoffen, dass der Abend nicht wie ein totes Rennen ausgehen wird. Ich habe kein Faible für amateurkriminalistisches Vorgehen. Es gibt keinerlei Zweifel an der Kompetenz von Mr. Holmes. Na schön, wenn Sie es sagen, Mr. Jones. Er hat seine eigenen Methoden, welche, ich will es mal so sagen, ein wenig theoretisch sind und fantastisch. Aber er kann was, ist ein echter Detektiv. Ha. Aber ich versichere nun auch vor Mr. Holmes, die Coburg Bank ist besser gesichert als jedes andere Gebäude in London. Es ist völlig unmöglich, dort einzubrechen. Darüber sind sich alle Sachverständigen einig. Und auch Sie, Sir, sind sachverständig als Direktor und Mitglied des Verwaltungsrates? Selbstverständlich bin ich sachverständig. Und deshalb sehe ich nicht ein, dass ich das erste Mal in 27 Jahren nicht sonnabends in meinem Club Wisch spielen kann. Ich muss gestehen, dass ich das ziemlich ärgerlich finde. Ich glaube, Sie empfinden unser Spiel in dieser Nacht bald weit erregender als Whist. Wir spielen um viele, viele tausend Pfund. Und was gewinne ich denn dabei, Mr. Holmes? Ein junger Mann. John Clay. John Clay. Oh, verflucht, das wäre ein Fang, dieser Teufel. Sie kriegen ihn. Der junge Bursche, von dem Mr. Holmes sprach, ist ein Gentleman. Doch er wandte sich gegen seine Herkunft. Er ist gerissen wie der Teufel, schlüpfrig wie ein Aal und hat das Fälschen und Stehlen zur Kunst entwickelt. Sein Großvater hatte den Herzogstitel. Und er mit Erfolg studierte in Eton und Oxford. So, Watson, nehmen Sie die Pistole. Nun, Gentlemen, unsere Wagen warten bereits. Es gibt nur zwei Schlüssel für das Gewölbe. Ich habe einen bei mir und den anderen hat unser Präsident in seinem Safe. Sie sind wahrscheinlich sehr gut gesichert von oben. Von unten sind wir es gleichfalls. Es wäre wünschenswert, dass Sie etwas leiser sind. Ich muss Sie bitten. Glauben Sie mir, es gibt keinen Weg für Diebe, die in diese Bank einbrechen wollen. Gibt es auch keinen besonderen Grund, dass man gerade jetzt in diese Bank einbrechen will? Ich wüsste nichts, was hier reizvoll wäre. Es muss einen besonderen Grund geben. Etwas, das Sie uns verschweigen wollen. Ich kann nicht preisgeben, was nur der Verwaltungsrat weiß. Und natürlich ich als der Direktor dieser Bank. Und es ist mir nicht erlaubt worden, darüber zu sprechen. Auch wenn Amateurdetektive dies wünschen. Wir sind Privatdetektive, Mr. Merriweather. Und einzigartig in der Kriminalgeschichte. Ist es nicht so, Inspektor? Jawohl, Doktor. Ich empfehle Ihnen Kooperation mit Mr. Holmes. Insbesondere, da ich momentan versuche, Ihr Ansehen zu retten. Und das Ihres Verwaltungsrates. Na, was ist nun? Französisches Gold. Wir hatten Gründe, unseren Bestand aufzustocken und liehen uns zu diesem Zweck 60.000 Napoleon von der Bank von Frankreich. Deshalb sind jetzt hier die Reserven an Gold weitaus größer, als es sonst üblich ist in einer Filiale wie dieser. Und wo ist das Geld? Die Kiste, auf welcher Dr. Watson jetzt sitzt, enthält 30.000 Napoleon. Gut verpackt zwischen Lagen von Bleifolie. Sie wollen andeuten, dass... Ich will andeuten, nach der Handschrift, die hier erkennbar wird, ist das Professor Moriartys Werk. Moriarty? Und wer ist dieser Moriarty? Das wissen wir auch nicht recht, Sir.
Er ist nicht bekannt bei der Polizei und ich glaube auch Mr. Holmes hat ihn nie zu Gesicht bekommen. Aber er ist gewissermaßen der ungekrönte König der Landen der Unterwelt. Ich bin überzeugt, er ist ein Mann von guter Herkunft und ausgezeichneter Erziehung. Aber durch erbliche Neigung wurde er ein Mensch teuflischster Art. Ein Hang zum Verbrechen liegt in seinem Blut, welcher durch seine außergewöhnlichen geistigen Fähigkeiten noch vergrößert und unendlich gefährlicher gemacht wird. Er ist der Organisator der Hälfte alles Bösen und Schrecklichen, das geschieht in dieser unserer großen Stadt. Er wird niemals gefasst. Seine Leute wurden gefasst. Aber das Zentrum der Macht entdeckt man nie. Er kommt gar nicht in Verdacht. Auch heute Nacht werden wir den Professor nicht sehen. Der einzige Fluchtweg für den Feind führt durch die Pfandleihe. Dort sind bereits ein Inspektor und seine Leute. Seien Sie so freundlich, Mr. Merriweather, löschen Sie bitte Ihre Lampe. Wir sitzen im Dunkeln? Ich bedauere, ja. Wir können nicht riskieren, im Hellen zu warten. Sobald ich Sie anleuchte, dann drauf auf die Bursche. Und sollten Sie feuern, machen Sie von Ihrer Waffe Gebrauch. Großer Gott, Archer, ab, schnell! Sieht schlecht aus, John Clay. Sie haben keine Chance zu fliehen. Ist durchaus richtig. Na, immerhin, meinem Freund geht es jetzt gut. In diesem Augenblick läuft er in die ausgebreiteten Arme der Polizei. Es scheint, Sie haben sehr gute Arbeit geleistet. Mein Kompliment. Ebenfalls. Ich bin Sherlock Holmes. Sie haben sicher von mir gehört. Ich hatte nicht einen Moment das Gefühl, Sie wären ein Polizist, Mr. Holmes. Komm jetzt, ich habe hier ein rechnetes Armband. Würden Sie bitte Ihre dreckigen Hände von mir nehmen? Sie wissen sehr wohl, ich habe königliches Blut in meinen Adern. Ich muss Sie auffordern, Sir zu mir zu sagen. Und bitte, wenn Sie mich anreden. In Ordnung. Würden Sie bitte, Sir, mir jetzt nach oben folgen und sich in den Wagen begeben, der mit Eurer Hoheit zum Revier fahren wird? So ist es besser. Da wäre noch eine Frage, Mr. Clay. Habe ich recht, wenn ich denke, dass es Professor Moriarty war, der auf die Idee kam, jene Liga zu gründen? Ich würde empfehlen, an diesen Namen nicht zu denken, Mr. Holmes. Es wäre sehr viel besser für Ihr Wohlergehen. Wirklich, Gentlemen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bitte verzeihen Sie, Mr. Holmes. Ich verkannte Ihre überaus bedeutenden Talente. Sie sind zweifellos ein Detektiv, der die größten Komplimente verdient. Sie haben die raffiniertesten Bankräuber gefasst, von denen ich je gehört. Mr. Merriweather, ich habe ein paar kleine Ausgaben gehabt und ich hoffe, dafür wird jetzt Ihre Bank aufkommen. Oh, natürlich, natürlich. Um Verzeihung, Dr. Watson. Das ist einfach alles viel zu viel für mich. Ich wurde von meinen Kunden respektiert als ein vertrauenswürdiger Kaufmann. Jetzt habe ich meinen guten Ruf verloren. Ich bin ruiniert, Doktor. Das geht vorbei, Mr. Wilson. Es wird schon besser, wenn Sie Ordnung gemacht haben. Aber das macht erstmal eine Menge Arbeit. Und Mr. Holmes lässt sagen, das wäre für Sie 50 Souverän. Mit den Empfehlungen der City and Suburban Bank. Oh, nett. Das verhindert den Bankrott. Oh, Dr. Watson, das ist wundervoll. Das wärmt die Seele. Mein Kompliment für Mr. Sherlock Holmes. Ich soll Ihnen noch einen Rat übermitteln, Mr. Wilson. Sie sollten sich merken, wenn Sie das nächste Mal einen Gehilfen anstellen, bezahlen Sie ihm den vollen Lohn. Leben Sie wohl. Du bist Hörspiel- und Retro-Fan? Dann gib uns ein Abo und viel Spaß weiterhin hier in unserer Community.